Der Mensch ist seit je gern am Wasser. Wasser ist Leben, Wasser ist ein Segen, aber gleichzeitig auch ein Fluch. Und das kann sehr schnell vom einen ins andere kehren. Es gibt immer mehr Hochwasser. Grosse Überschwemmungen haben in den letzten 20 Jahren in der Schweiz massiv zugenommen. Wieso das so ist und wie ein Hochwasser entsteht, über das forscht der Professor Rolf Weingartner mit seinem Team am Mobiliarlab für Naturrisiken an der Universität Bern. Betrachten wir die Ganglinien im Detail, so sehen wir, dass ab 1999 eine Häufung grosser Hochwasser aufgetreten ist. Für die Forschung stellen sich zwei Fragen. Erstens, was ist die Ursache dieser Häufung und wie geht es in der Zukunft weiter? Und das Zweite, eine sehr wichtige Frage, nämlich ist unser System fähig, noch größere Hochwasser zu erzeugen? Bei dieser zweiten Frage setzt das Mobiliarlab für Naturrisiken an. Unter der Leitung von Andreas Zest und Guido Felder werden dann verschiedene Studien durchgeführt. Wissenschaftler von der Uni Bern arbeiten im Mobiliarlab für Naturrisiken zusammen mit Experten von der Mobiliar. Die Schwerpunkte in dieser gemeinsamen Forschung sind Hochwasser, Hagel und Sturm. Beim aktuellen Projekt M-Are geht es um starken Regen, die Abflussmenge und die Schäden, die daraus entstehen. Die Zusammenhänge, wo das es wie viel regnet, wie viel wo durch abfließt und welche Schäden wo entstehen, das nimmt man zuerst mal so unter die Lupe. Der Doktorand Guido Felder ist einer von den Forschern, die im Projekt M-Are mitarbeiten. Er schaut von hoch oben ab und untersucht, wie schlimm ein Hochwasser in der Stadt Bern überhaupt kann sein, in der Mattenungen zum Beispiel. Bei einem Hochwasser kommt es nicht nur darauf an, wie viel es regnet, sondern auch, wie der Regen räumlich verteilt ist. Da auf dem Niesen haben wir einen guten Überblick über zwei Teileinzugsgebiete der Aare. Wir sehen auf der einen Seite ins Simmental, auf der anderen Seite ins Kandertal. Und je nachdem, wo das jetzt am meisten Niederschlag geht, hat das andere Auswirkungen auf eine Hochwasserspitze in Bern. Wenn regnet es, wo wie viel? Je nachdem sind die Auswirkungen weiter unten an Aare völlig anders. Wenn es zum Beispiel vor allem im östlichen Berner Oberland in kurzer Zeit sehr stark regnet, ist das für Bern weniger schlimm, weil der Brienzer und der Thunersee einen Haufen Wasser als Puffer auffangen können. Wenn die gleiche Regenmenge aber zwischen Thun und Bern herunterkommt, dann fehlt der Puffer von den Seen und Bern hat massiv mehr Wasser. Auch der Andreas Zischk arbeitet im Mobiliarlab für Naturrisiken. Er untersucht, wo das Aare bei einem Hochwasser zuerst über das Ufer kommt. Hier an der Aare sammeln wir unsere Daten für die Hochwassersimulationsmodelle. Dafür sind wir am Ablaufen von den Ufern von der Aare zwischen Thun und Bern mit dem GPS-Gerät. Und damit kennen wir die kleinsten Höhenunterschiede am Damm und können damit die Schwachstellen erkennen, wo das Wasser als erstes über die Ufer tritt. Schauen wir uns einmal die Ergebnisse von den Felderhebungen mit dem GPS an. Ich habe die Messungen jetzt eingebaut im digitalen Geländemodell. Man sieht jetzt schön, dass der Damm durchgehend schön abgebildet ist. Ich habe jetzt das Geländemodell dafür verwendet, den ersten Hochwassersimulation zu machen. Ein extremes Hochwasserereignis, das würde man hier sehen. In dem Bereich gibt es eine Ausuferung und hier gibt es einen Rückstau. Ja, das heisst, da bei dieser Brücke, das ist eine Schwachstelle, dort haben wir wirklich ein Problem. Ja, und die wirkt sich praktisch den ganzen Talboden an. Die Thematik vom schlimmstmöglichen Hochwasser betrifft natürlich nicht nur die Aare. Darum ist das Ziel des Mobiliarlabs für Naturrisiken, die Methodik auf die ganze Schweiz zu übertragen. Konkret geht es darum, das Restrisiko zum Beispiel im Einzugsgebiet von uns oder auch von Sihl zu Zürich abzuschätzen. Der Stefan Brehm vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz probiert abzuschätzen, wie gefährlich grosse Hochwasser für die Bevölkerung werden können. Bei der Analyse der Auswirkungen sind nicht nur unmittelbare Gebäudeschäden oder Tote und Verletzte von Bedeutung. Ein schlimmstmögliches Hochwasser hätte auch massive Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Umwelt und die Wirtschaft. So würden mehrere 10'000 Personen in ihren Gebäuden eingeschlossen sein und müssen evakuiert und betreut werden. Wir erwarten schwere Gewässerverschmutzungen, weil Öl aus Heizöltanks ausfließen und Kläranlagen nicht mehr funktionieren. Wichtige Verkehrsachsen und Knotenpunkte, wie zum Beispiel der Hauptbahnhof im Hintergrund, würden für mehrere Wochen bis Monate ausfallen und so das Schienennetz in der ganzen Schweiz beeinträchtigen.
Auch Kulturgüter, wie zum Beispiel im Landesmuseum hinter dem Hauptbahnhof, würden durch Wasserschäden unwiderruflich zerstört werden. Dank der Analyse dieser Auswirkungen ist es möglich, den Bevölkerungsschutz in Zukunft weiter zu verbessern.